Hey ho Leute, willkommen zurück zu Luigi und sein unbedeutender Bruder in Bowsers Innendrin-Geschichte. Mit mir, Wirti und dem unbedeutenden anderen, der zwischenredet, wenn ich das Intro mache. Geht doch, Wirti, geht doch. Kannst du doch was. Danke, danke. Wir haben nämlich gerade schon eine Fehlaufnahme gehabt, weil Wirti mal wieder nichts konnte. Bin ich schuld, PC ist schuld. Schnauze. Danke. So. Im letzten Part, ich ist gerade wieder eingefallen, wir haben hier die guten Böhnchen gesammelt. Und wie wir wissen, jedes Böhnchen gibt ein Stat-Upgrade. Ja, das ist richtig. Und die haben wir hier. Und das können wir die alle mal ein bisschen verteilen. Wer kriegt denn die Herzbohnen? So, jetzt die Frage. Wollen wir aufteilen in Tank und Angriff? Oder wollen wir wirklich sagen, gleichmäßig? Wir ignorieren Bowser. Wir machen es auf die beiden, okay? Ja, ich wollte gerade sagen, erstmal die Frage stellen, wollen wir Bowser überhaupt leveln? Nein, scheiß auf Bowser. Bowser. Er ist stark genug, er scheiß Bowser. Den hatte ich nie Probleme. Die beiden sind die. Wollen wir jetzt aufteilen oder wollen wir Luigi auf Leben, Mario auf Damage? Ich würde sagen, wir machen weiter erstmal mit Mario auf Damage. Also ich mach mal Luigi mehr Leben. Genau, dass die Böhnchen geben, was Dead geben war basiert. Auf dem, was sie brauchen, also was sie quasi für ihre Rollen brauchen, und den Rest gleichen wir halt aus mit Level-Ups. Also mit Level-Ups meine ich, wenn nichts anderes funktioniert. Achso, ja. Spezialbohnen. Mehr BP. BPs ist scheißegal. BP ist scheißegal, das kannst du auch auf Maro geben. Ja, die so wenig. Genau deswegen. Kraft, Mario. Mario. Abwehr will ich gleich nehmen machen, denke ich. Ja, ich Tempo ist auch relativ. Oh, Luigi. Luigi braucht unbedingt mehr Tempo. Ja. Bart. Und Bart ist. Wird Bart zusammengerechnet? Nein, Bart wäre eigentlich Mario am sinnvollsten, weil er macht den Damage und wenn er dann eine Crit haut. Nein, ich meine jetzt für. Oh, diese Bärte, dafür gibt es natürlich extra. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Ich hätte sagen können, dass du weißt, wird zusammengerechnet. Denke ich, ich habe keinen Plan. Weil, wenn es zusammengerechnet wird, ist es ja im Endeffekt egal. Ich gebe es mal Mario. Der hat zu wenig. Ja. Und Mario könnte mehr Bart vertragen. Ich meine, Luigi hat natürlich einen Bart, der erwächst einfach so. Er schneidet ab, nächstes Tag ist er wieder da, perfekt geschnitten, ohne zu stylen. Mario hat natürlich mehr Probleme darin. Aber ja, wie immer. Das ist einfach Fakt. Und hier erfahrt es zuerst. Entschuldigung! Geht das? Sag mal! Hackt's bei dir! Fick dich mal! Hab mich schon. Okay. Denke ich. Ich dachte, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wahrscheinlich habe ich nicht aufgepasst. Protokoll, aber das ist sicher klar. Ich meine, hier kann ich ein bisschen zeigen, wo die Bohnen sind. Denke ich. Ja, das ist quasi Wirtis, Ah, der hat den fand ich spaßig damals. Könntest du auf die Seite gehen, bitte? Mario, kannst du dich unter vorne kriegen? Sehr gut, dann. Oh, ja, okay, ja. Ja, wirklich, wirklich. Ich kann. Wirklich. Während Chippy hat mir schon in Pause erklärt, dass ich solche Stellen bohren kann und das. Wirklich? Ja, wir wissen das schon. An dem Punkt sollte das Spiel einfach checken, ob du das schon gemacht hast und. Ja, theoretisch haben wir es halt. Ja, okay, warte, wir haben es schon gemacht hier oben. Ja, wir haben es in 2D gemacht und wir haben es da auf auch schon in dem Screen schon oder in dem Links gemacht. Der Overworld. Wir wollen nicht hin. Geh mal da drüber. Wir wollen durch die Stadt und alles andere. Wir wollen auf jeden Fall durch die Stadt. Das ist schon mal klar. Ich will nur gucken, wo können wir Boden holen. Oh ja, müssen wir Pause noch her. Oder sind wir mit Pause hier angekommen? Nein. Nein. Nein, absolut nicht. Ja, ich weiß gerade nicht, wo Bowser steckt. In irgendeinem Aufzug. Du weißt, wo er steckt? Er steckt in einem Safe. Ach genau, in einem Safe, nicht Aufzug. Was ist das da auf der Karte? Ist das Zeichen da? Welches Zeichen? Ah, das ist oben, deine Ecke. Was ist das? Ist das ein Hast du alles geschafft Zeichen? Nein. Oder? Draufklicken? Nein. Das klang fast, als hättest du eine Maus benutzt statt einem Stift. Nein. Aber wir waren hier noch nicht unterwegs, oder? Mit Mario Luigi. Ja, stimmt. Wir können da noch rumgucken. Bevor wir weitermachen in der Story.
Ah, endlich ein bisschen die Story auf. Hi. Aufschieben. Oh, hallo. Sehr gut. Richtig? Ich glaube ja. Ich bin Blockhilde. Jungs, seid ihr zum Massieren gekommen? Oho, allerdings. Ihr seht nicht so stark aus. Nicht stark genug für mich. Entschuldigung. Ich bin aber auch etwas Besonderes. Ja, das war wahr. Wenn einer eurer Freunde so richtig stark ist, dann könnt ihr ihn hier vorbeischicken. Ein Kerl etwa, der ganze Inseln verschieben kann, Dinge essen kann, die größer sind als er selbst. Ja. Ob es so ein Glück gibt, ich und meine Ansprüche. Waffi, er sucht Waffi. Ja, auf jeden Fall. Sie sucht Waffi. Ich gehe euch sicher auf die Nerven, tut mir leid. Kommt mal wieder vorbei zum Plaudern. Ja, lass mal. Gomo, gomo, no. Chat, du Pistole. Wollen wir hingehen? Ich hab keine Ahnung. Was zu tun? Hallo? Hallo? Können wir shoppen? Keine Marios und Luigis erlaubt. Wie stark sind die? Let's go. Okay. Wir sind das erste Mal mit Mario Luigi. Wie stark sind die für uns? Wir haben noch nie gegen die gekämpft. Okay, er springt direkt auf mich zu. Verstehe. Mit 20. Ins Gesicht. Warum mache ich einen Hammer? Die Hammer ist stärker. Zeig mal Mario, wie es richtig geht, Luigi. Und kapau. Ja, die sind tatsächlich relativ stark. Wer war die Werte? Oh, der Hammer macht Autsch, weil er ein Monty ist. Das finde ich großartig. Haben wir mit gegen die schon mit Bowser gekämpft? Ja, wir haben sie tot getroffen, Tommy. Das sind die, die Geld geben. Ah! Das hat Sinn. Ja. Yeah. I guess. War viel zu früh. Können wir mit Mario und Luigi dann gegen die großen Gegner auch kämpfen? Ja. Okay. Die besiegen uns natürlich an der Instant und wir haben gar keine Chance. Aber ich glaube, das hat sie schon gedacht. Und ich bin eigentlich damit gerechnet, dass du sie tatsächlich irgendwie schaffen kannst. Ja, natürlich! Autsch, Tommy, 142 Schaden. Ja. So vielleicht der Spruch ungefähr auch gemacht. Ich glaube, hier geht's nur für... Hier geht's nicht für Mario Luigi weiter. Wir sind... Hier, kannst du zeigen. Wir sind auf Bohnensuche. Und nebenbei klatschen wir ein paar Gegner. Na, immerhin musst du keine Schrauben pflücken. Das ist wohl wahr. Ja. Ja, ständige Arbeit. Oh, Verteidigung runter! Yes! Louis! Jetzt gibt's Ärger! Und dann kommt's noch härter. Und es kommt noch härter. Wir wollen über die Mario-Lore regieren. Hältst du uns zu heilen? Wir wollen über das Pilzkönigreich regieren. Ja, und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Sterne. Sterne verurteilen wir. Mehr Käse, das wollen wir! Dummy! Und Würdi! So schnell wie das Licht! Du schätzt es lieber nicht? Nee, gib lieber auf. Okay, ich gebe lieber auf. Man bekämpft uns nicht. Kuro, mach mal Wurf. Ich höre nichts. Ja, passt schon. Passt schon. Mautz, genau. Wohin genau? Das fand ich mir cooler. Oh Gott, ich weiß nicht, was die können. Ich meine, wo ist Tiger, wenn man ihn braucht? Oh mein Gott, das ist so schnell. Damit die Krankköpfe sind doch krank. Also, gerade hat's Mario mit seinen Verteidigungsrunde, oder? So schön. Ja, super. Geh mal runter. So stark. Oh mein Gott.
Was? Das hat doch gezählt, komm schon! Das war absolut nicht, das war absolut kein Treffer. Das war absolut unter den Füßen. Nein. Warum nicht? Kann nicht sein, dass die Gegner größer als Mario angreifen, den kriegt die nicht so viel Schaden. Vielleicht sind die Gegner logisch denkende Wesen und greifen das an, was weniger verteidigen kann. Oh Gott! Oder beziehungsweise weniger Leben. Meh. Hüpf! 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 In der Luft erwischt! Natürlich! Ausgenockt! Das macht entweder schwindelig. Ah, Geschwindigkeit, das war's, genau, das ist super cool. Also die Verteidigung quasi runter. Geschwindelig. Hm? Quasi geschwindelig. Geschwindelig, genau. Plus Verteidigung. Das vergiss das nicht. 91 Schaden. Du Monster. 1, 2, 3, 4. Oh, verkackt. Die Angriffe von oben sind ein Problem. Ja. Und die Verteidigung runter. Und dann ist er tot. Mal kurz Knüppel auf den Kopf. Stärker als Knüppel. Knüppel. Es gibt unglaublich viel XP. Naja, was ist unglaublich viel? Es gibt gute XP. Ist aber auch nicht aus Sinn, weil man. Die waren wir noch nicht. Der Boss hat damit gar nicht gelevelt. Hilf mal her! Mitten ins Gesicht. Auf die Brille. Und Geschwindigkeit runter. Und Verteidigung runter. Oh, Mario, bist deine einzige Enttäuschung. Nein. Jetzt wollten wir es mal callen und dann sowas. Wie viel ist die Verteidigung runter? Viel. Ist mir nicht aufgefallen? Oh mein Gott, das ist jetzt gerade erst richtig aktiv aufgefallen. Ja, viel. Es waren einfach 57 zu 91. Ja, denke ich, mach doppelt. Mit einmal abwehren, da warst du das aber anscheinend nicht. Jetzt ist er aber tot, oder? Jetzt kommt schon. Nee, jetzt geht die Fragen runter. Na du, wir beenden das hier jetzt. Autsch. Oh, ich meine, Louis hat's beendet quasi. Ihm ist schwindelig. Auf Louis ist er auch verlassen. Der lebt noch! Und die Verteidigung geht auch noch runter. Und er ist zu langsam, weil... Geschwindigkeit. Oh, die Geschwindigkeit ist großartig. Man sollte immer mit den Hammer einen Erstangriff machen. Und die Kämpfe sind so viel leichter. Ich denke, wenn wir im nächsten Screen sitzen, gebe ich die Kämpfe wieder. Wir haben genug gesehen. Ja, wir machen den Screen hier noch fertig. Sonst wären das scheiß viele Parts mit absolut irrelevanten Kämpfen. Aber wir müssen uns doch maximal überleveln. Ja, ich mache die Kämpfe. Wir überleveln uns nicht. Das sagst du. Selbst wenn. Aber du hast das Remake noch nicht gespielt. Das ist wahr. Das ist nicht wahr. Oh mein Gott, guck dieses Level up an. Louis! Was ist los mit diesem Typen? Beast! Was ist los mit diesem Typen? Das ist nicht normal. Das ist doch nicht mehr normal. Das? 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 Sag mal! Na das. Wenn ich es recht überlege, ist es wahrscheinlich relativ praktisch, wenn man einfach beide auf vollkommene Damage-Stelle macht. Nee, ich weiß ja nicht. Mario stirbt schon ziemlich oft. Das ist wieder so ein Ding. Und dieses Screen ist fertig, hier ist nichts mehr. Ist irgendwas anderes. Siehst du das Gesicht auf dem Baum? Ich sehe den Arschstein. Jetzt nicht mehr. Kann es sein, dass dieses Board, dieses Zeichen, du kannst hier bohren, bedeutet? Das kann sein, ja. Das heißt, in dem Screen müssten wir bohren können. Testen wir das mal. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. Ob unsere Theorie denn richtig ist. Da! Warte, mach was. Nein. Machen wir es mal weg. Ja. Ja! Okay.
Okay. Das entspart sehr viel Zeit zu früher. Okay, einmal runter. Oh, das ist so angenehm. Ah, oh, die haben ja nicht gekämpft. Also mit Mario Luigi. Ja, dann lasse ich den Kampf drin. Greif mich gar nicht an. Und ich habe einen Rückenhammer. Und gleich nochmal drauf, um die Verteidigung zu senken. Yeah, komm schon. Yeah, und yes. Toll! Stell dir vor, du bist, dich schlägt einer mit einem Hammer in den Rücken. Du wirst jetzt mit der Geschwindigkeit gesenkt, den Angriff gesenkt. Und dann. Na, ist sich um den Tor. Oh mein Gott, und zwei tolle Angriffe. So ein Typ wird bedient. Ja, und der heilt sich. Und die Hälfte von Louis. Ja, hilft dir nur nichts. Wir kriegen sogar Bowser-Loot von denen. Das macht Sinn, denke ich. Weiß ich nicht, vielleicht. Geh runter! Ich hasse das! Okay. Okay. Wir sehen uns, wenn wir. Ja, wenn wir den Screen wieder geklärt haben. Bis gleich. So! Wir haben es geklärt. Jetzt zeige ich euch, was es hier gibt. Spezielle Bohne. Das waren alle. Oh, und viel nichts. Ja, Bohnenbock. Geld. Gut. Sehen wir uns dann wieder bei dem nächsten Boarding oder? Ich denke, wir gehen erstmal weiter. Lass mal weiter. Gehen mal da rein. Im Screen unter uns war noch ein Boarding. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ich weiß. Ich gehe auch runter. Ja, so. Können wir machen, wie wir wollen. Gucken wir mal da rein. Ich glaube, es ist ein Shortcut von Bowser jetzt. Genau. Das können wir halt da quasi ganz schnell durch Bowser als U-Bahn benutzen und ganz schnell die Airpodden. Gott sei Dank. Kabelstrand. Scorpionwald. Da waren wir noch nicht. Das ist richtig. Wo ist denn das neue Content hier? Die neue Content. Mann, der Kampf geht schon vorbei. Wenn es einer ist, ist nur einer. Verteidigung runter, Geschwindigkeit runter. Jetzt Mario, Verteidigung runter. Dann haben wir es gleich durch. Richtig. Richtig. Aufs Maul. Dann Louis noch schnell. So, dann heilt sich der Kurs. Oh, ich greife da an, was? Wenn er sich nicht heilen will, dann kriegt er halt so aus dem Maul. Ja. Louis hätte hier sogar noch ein anderes Plus bekommen in dieser Runde und. Da hat er wohl Angst. Ja. Mach das nicht! Hör, der Hammer auf den Kopf. Trottel. Oh, den auf, genau vor mir. Ja, der neue Content ist echt. Also, oh, schwindlig! Und Verteidigung runter! Oh, der ist bedient! Genauso neu wie die anderen Kämpfer. Was? Der neue Content ist genauso neu wie die anderen Kämpfer. Ja, wir wechseln ja gleich den Screen wieder. Soll ich jetzt den Kampf kurz rausschneiden oder was? Nein. Dann sind wir eh schon fast fertig. Ja, du kannst es ja mal in dein Videospielprogramm schmeißen und dann kannst du kurz das rausschmeißen, was Müll ist, statt einfach immer nur Pause und Start zu drücken. Weil im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Jetzt im Videoschnittprogramm das Ding rausschneiden oder ich kurz Pause machen und dann weitermachen. Wo ist der Unterschied? Erklärt's bitte, Leute. Erklärt's bitte in den Kommentaren. Er versteht es einfach nicht. Er versteht es einfach nicht. Erklärst du mir? Hat er sich viermal aufs Maul hauen lassen? Ja. Jetzt bin ich hier. Und jetzt warum hier. Haut er nur bei. Haut einfach nur beiden zu. Ja, ich meine, komm schon. So wie ich nachdenken wollen. Oder nachdenken, wo der rauskommt. Bei Arbeit. Ach! Ja, noch bin ich vorbei. Nein. Was ist das? Oh, das ist diese Stelle.
Das ist lustig, machen wir später. Oh. Lass jetzt runtergehen. Ja, dann. Dann? Dann hätte ich gesagt, du kaufst, verprügelst ihn noch schnell, aber. Ja, wissen wir, die Party ist hier vorbei. Ich verprügel ihn schnell, wir gehen dann rüber und dann geht's weiter im Export. Bis dann und. Ja, weiter hat's gefallen, like, Abo, Like, das Gedöns, wisst ihr Bescheid. Bis dann und ciao. Tschüss.